Moin, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hier heute aus unserem Bubi. Rausfahren konnten wir leider nicht. Ihr wisst die Gefahr von Corona. Ich bin leider lungenmäßig ein wenig angeschlagen. Daher bin ich gefährdet und habe Hausarrest. Ich habe aber nicht den Virus. Das Virus. Zum Eigenschutz. Zum Eigenschutz auf Quarantäne. Auf Quarantäne. Ja, jetzt ein anderes Thema. Am 30.04. geht unsere große Tour los. Wir fahren da mit dem Bubi weg. Ja, und zwar ist das Ziel Rumänien. Ja, im Moment stand der Dinge leider dicht. Kommt nicht weiter. Problem ist, dass die rumänische Regierung sagt, keiner darf rein, außer er arbeitet da oder er lebt da. Ansonsten sind die Grenzen dicht. Laut Auswärtigem Amt. Ich habe die App vom Auswärtigen Amt, kann ich übrigens jedem empfehlen. Da werdet ihr immer aktuell informiert. Bei mir macht es ständig Ping von allen Ländern, die wir bereisen wollen. Weil wir wären dann über Ungarn dahin. Das wollten wir auch mitnehmen. Ist leider dicht. Kommen wir nie rein. Ja. Slowakei. Wir wollten über die Hohe Tatra. Dicht. Kommen wir nicht rein. Ja, und reinfahren wollen wir natürlich von Deutschland aus in die Tschechei. Ja, ist dicht. Kommen wir nicht rein. Überall laut Auswärtigem Amt, dass kein Deutscher reingelassen wird. Gut, ist eine ernste Situation und ich habe das Gefühl, dass es in der Gesellschaft nicht ganz so ernst genommen wird, weil viele auch so sagen, ach, hier eine Grippe, die ist schlimmer und da sterben auch jedes Jahr Menschen. Problem bei dieser Geschichte ist, dass die Sterblichkeit sehr hoch ist und dass gerade alte Menschen erwischt. Und wenn jetzt wirklich der große Peak kommt und der kommt mit einem Schlag, dann ist unser Gesundheitssystem überlastet und dann kann es passieren, dass dann wirklich wie in Italien ausgewählt wird, entweder hopp oder top. Also ein 90-Jähriger würde wahrscheinlich nicht die Hilfe kriegen, die ein 60-Jähriger kriegen würde und damit aussortiert. In diese Situation möchten wir nicht kommen. Nee, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Werden wir mal sehen. Ansonsten müssen wir Plan B nehmen, den wir dann aber auch noch planen müssen. Ja, also ich habe die ganze Tour eigentlich schon ausgearbeitet. Wir wären eigentlich, so war es geplant, über die Hohe Tatra, an der Hohen Tatra vorbei. Ist quasi der Anfang der Karpaten, durch die Karpaten bis hin ins wunderschöne Rumänien. Ja, ist ein Traum. Ich habe so schöne Gegenden gesehen. Auf die Idee gebracht haben uns Steffi und Louis von Wann. Das sind wir. Wieder mal. Ihr kennt Come uns. With us too. Come with us too, genau. Die hatten vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, diese Tour gemacht. Und die haben uns so dermaßen angefixt damit, dass wir gesagt haben, wow, geil, das machen wir, sobald es möglich ist. Ja, jetzt ja, wir es gerne Jahr, machen. Ende letzten Jahres auch noch so gedacht. Die Möglichkeit, 30. April. Ja, bis vor kurzem eigentlich noch, bis das losgeht mit dem Coronavirus. Ja gut, aber ich sag mal auch so, man muss sagen, Gesundheit auch für uns geht vor. Ja. Wenn es nicht ist, dann hat es nicht sein sollen, dann müssen wir uns Plan B überlegen. Wir wissen zwar noch nicht, wie der aussieht, aber werden wir entscheiden irgendwann. Ja, im Prinzip bleibt da nur über innerhalb von Deutschland unterwegs zu sein, möglichst einsame Orte anzufahren. Also ich sag mal, Freistil im Wald, ideal, die Tiere stecken uns nicht an. Deutschland hat auch schöne Ecken. Ja, das Problem ist nur, wenn wir in die Ortschaften gehen, sind wir gefährdet und wir wissen nicht, wie der Stand dann sein wird. Ja. Vielleicht ist dann gerade wirklich die Hochphase, wo die meisten erkranken sind und dann hängen wir wirklich hier fest. Ja. Kopf machen gilt nicht. Abwarten. Ja, schwarz sehen bringt gar nichts. Wir sind nicht die Einzigen, die es betrifft. Ihr, die unterwegs sein wollt, euch betrifft das genauso. Für uns kommt noch mit dazu, dass wir natürlich in der Zeit im Prinzip keine Videos produzieren können. Wir werden natürlich, wir haben Ideen, hier und da können wir mal ein Video rausbringen über irgendwelche Sachen, auf die wir wieder kommen. Aber wenn das wirklich so kommt, dass wir nicht reisen können, wird es bitter. Ja. Ja. Ja, ist blöd. Urlaub ist dann futsch, aber naja, gut. Ja. Hat keiner so also geplant. Ist, ich meine, wir sind da ja auch nicht die Einzigen, die dann das Problem haben werden oder die Überlegung, was machen sie.
Das ist ja noch die andere Geschichte. Wenn wir dann YouTube aufrufen, wie wir so gewohnt sind, wenn wir abends nach Hause kommen, wird YouTube geguckt, da liefert auch keiner mehr was ab. Vermute ich mal. Nee. Weil es ist ja keiner lebensmüde, sagen wir mal so. Schauen wir mal. Also mal sehen, was kommt. Und laut Aussage von meinem Arzt werden die meisten Krankheitsverläufe harmlos sein. Problem ist halt wirklich nur diejenigen, die vorgeschädigt sind, so wie ich zum Beispiel. Mein Immunsystem ist entsprechend geschwächt, weil ich auch Rheuma habe. Andere Leute, bei denen ist es so, dass das Alter altersmäßig schon so ist, dass das Immunsystem gesenkt ist. Die sind hochgefährdet und alle die, die gesund sind, sollen jetzt nicht sagen, den kleinen Verlauf mache ich durch, die verbreiten es genauso. Und wenn die das dann übertragen, aufgrund dessen sterben dann hunderte von Menschen. Also Leute, überlegt euch, ob ihr großartig noch soziale Kontakte habt. Auf Abstand, kein Thema, aber lasst euch nicht anhusten, nicht anniesen. Wascht euch die Hände, desinfiziert, habt ihr alles schon gehört jetzt in den Medien, aber beherzigt das. Selbst wenn ihr nicht gefährdet seid, weil ihr jung seid, andere sind es und ihr übertragt es. Ja, das war die Freitagslehrstunde. Nein. Wir bleiben natürlich weiterhin gut gelaunt, uns wird die Laune nicht verdorben. Klingt jetzt so ein bisschen bitter alles, aber natürlich sind wir enttäuscht, weil ja, das ist, Uli kennt die Bilder noch nicht so, weil ich habe es ja ausgewählt. Ich weiß, was uns erwarten würde. Ja, und ich gucke ja bei solchen Aktionen ja nie nach. Ich weiß zwar immer so grob, in welche Ecken das geht, aber ich gucke da nicht nach, damit ich mich überraschen lassen kann. Und ich halte mich auch dran. Ja, und da wären ein paar ordentliche Überraschungen dabei. Ja, gut. Wären, wenn es stattfindet. Wir sind mal ganz optimistisch. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir reisen werden. Und dann werden wir in die Tschechei fahren. Das wird nur ein kurzer Abstecher werden. So quasi, ich sag mal, links der Tschechei, also nördlich. Da sind ein paar schöne, ja, nicht touristische, aber sehr schöne Ziele. Von da aus hatte ich dann geplant, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe damit nichts zu tun mit der Planung. In der Slowakei dann auch ein paar Tage zu verbringen, weil da auch ein paar sehr schöne Ecken sind. Ungarn könnte eventuell sein, dass wir da erstmal nur durchjumpen, eventuell auf dem Rückweg dann noch den Plattensee mitnehmen oder ähnliches. Das ist alles noch ein bisschen vage, worauf mein Hauptaugenmerk eben war, ist Rumänien. Und Rumänien hat richtig viel zu bieten. Also allein Siebenbürgen ist toll. Aber allein, um mal sagen zu können, wenn uns einer fragt, wo wart ihr im Urlaub? Und dann können wir sagen, in der Karpaten. Oder wie man so schön sagt. Wie heißt das andere nochmal? Ich habe es gerade noch drauf gehabt. Ja, gut. Ich habe es jetzt nicht mehr drauf. Heißt das denn nochmal? Das heißt Piep. Nee, nicht eine Pampa. Die Pampa ist woanders. Was sagt man denn noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht komme ich dann auch wieder drauf. Tatra. Nee, was sagt man denn noch? Nicht eine Pampa, sondern in eine Walachei. Genau, also ich wollte immer mal sagen, wir fahren in die Walachei. Ihr kennt ja so den Ausdruck. Wenn das alles so ein bisschen sehr karg alles ist und nichts Besonderes ist, sieht aus wie eine Walachei. Gut, wir werden sehen. Ich denke mal, die Walachei, was ich an Bildern gesehen habe, ist sehr, sehr, sehr schön. Landschaftlich vor allem. Und wir sind ja mehr so die Leute, die lieber die Landschaft suchen, als die großen Ortschaften. Also ich sag mal, diese wie Bukarest und sowas, da werden wir im großen Bogen drumherum fahren. Ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse drum. Weil wir machen die Reise nicht, um anderen irgendwelche Städte zu zeigen, sondern in erster Linie machen wir natürlich die Reise, weil wir da glücklich sein wollen. Und wir zeigen euch die schönsten Punkte, wo wir glücklich sind. Ja. Ist das schön, oder? Ja, oh, schön. Weil wir sind auch zusammen alleine zu Hause glücklich. Aber die Reisen sind natürlich toll. Das Ganze hätte 3,5 Wochen gedauert. Fast 4, also 3,5. Nein, du musst sagen, das wird 3,5 Wochen dauern. Jetzt 3,5 Wochen dauern. Ja, jetzt sind wir doch mal einfach positiv. Jetzt sagen wir doch mal einfach, das findet statt. Und dann sind wir 3,5 Wochen. Und wenn die Zeit reicht, ich weiß nicht, wir machen das nicht so fest, dass wir jetzt sagen, 2 Tage da, 2 Tage da, 2 Tage da. Sondern da, wo es uns gefällt, bleiben wir. Und wo es uns nicht gefällt, fahren wir weiter. Wenn noch Zeit überbleibt,
für den Rückweg würde ich ganz gerne, und ich glaube, da habe ich dich auch so ein bisschen überzeugt, über Serbien und Bosnien zurückfahren. Das haben damals Louis und Steffi auch gemacht. Wir werden nicht dieselben Orte anfahren, keine Angst. Wir machen hier keine, wie nennt sich das, keine nicht Revival-Tour, wie heißt das nochmal? Ich hab's heute, ne? Also wie immer. Also wir werden nichts nachfahren, wir haben unsere eigenen Orte und ich glaube, wir werden euch damit begeistern. Zumindest uns. Das ist halt wichtigste. Ist ja der kleine Egoist, ne? Ja, ist ja egal. Und das Schöne ist, darf nicht fehlen, wir machen das in unserem Bui. Und jetzt sitzen wir hier wieder hier drin und also ich könnte am liebsten schon wieder rausfahren, aber ja, aus Eigenschutz darf ich es nicht. Aber, da wir hier so schön drin sitzen, werden wir gleich nochmal so eine Uli-Idee durchgehen. Ja, ihr kennt das ja, also wer uns schon länger verfolgt, weiß ja, Uli hat die Ideen, ich muss sie umsetzen. Darf sie umsetzen. Du darfst kreativ werden. Ich mache dann wieder den Laubsägebastler, weil ich habe ja nichts Körperliches, dass ich nicht irgendwas flicken kann. Frickeln kann, frickeln, also genau. Bauen kann. Und das Ergebnis werdet ihr natürlich auch zu sehen kriegen. Eventuell werden wir das auch kameratechnisch begleiten, je nachdem, was ihr da aufgefasst habt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir das technisch lustig begleiten. Für dich. Wir werden sehen. Naja, ich meine, bis jetzt habe ich noch alles gut umgesetzt, was die Uli haben wollte. Wenn ich jetzt hier vorne schon auf unsere Klappe da denke, die wir unter die Matratze geschoben haben, Schubding, habt ihr, glaube ich, bei der großen Rundtour, glaube ich, gesehen, habe ich das gezeigt. Ne? Da könnt ihr euch das nochmal angucken, wenn ihr Lust habt. Das ist so ein zusätzliches Arbeitsbrett, was wir mal eben so rausziehen. Das Dumme ist nur immer, Uli stellt mir ja da morgens, die macht ja immer lecker Frühstück, wenn wir unterwegs sind, und dann will sie immer den Teller da drauf stellen. Oder auch vorher mal den heißen Omnia. Da muss ich erstmal meinen Bobo liften, damit das Gewicht runterkommt, damit sie das Ding rausgeht. Das sind natürlich so Sachen, das ist Physik, ne? Also, wenn man Druck auf etwas gibt, bewegt sich schlechter, als wenn es frei laufen kann. Also, ich rede jetzt hier von dem. Physikalisch umgesetzt. ja, und wir haben ja schon einige Basteleien hier gemacht. Ideen haben wir eigentlich immer, aber nicht alles lässt sich sofort umsetzen oder lässt sich im Allgemeinen umsetzen. Lässt sich umsetzen, man kann es aber auch wieder revidieren. Ja, so wie wir zum Beispiel die Schublade ausgebaut hatten, hinten, wo unser Schlepptop drin war. Die war jetzt unnötig, dafür haben wir jetzt unsere Leinwand für den Beamer. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal nach. Die nur im Wohnmobil. Die nur im Wohnmobil heißt der Titel. Ich werde es mit anhängen, dann könnt ihr das erstmal auch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und das sind so Basteleien, die wir dann auch mal wieder umschmeißen können, wenn es nicht so ganz so sich erwiesen hat. Ja, aber bisher war das meiste war gut. Ja, eins können wir, blende ich nachher mal ein, oder kann ich jetzt mal einblenden. Also das ist so eine Schaukel für, so eine Hängematte eigentlich für Obst und Gemüse eventuell. Die habe ich neu eingebaut. Ist erstmal so eine Kleinigkeit. Ja, was haben wir noch neu gemacht? Oh, da machen wir auch nochmal extra irgendwie drüber. Ja, nicht alles verraten. Nee, nicht alles verraten. Das ist der Witz weg. Das nächste große Projekt wird ja auf jeden Fall der Einbau unserer Lithium-Ionen-Batterie von Liontron. Das heißt wirklich Liontron. Also wir haben gefragt. Der sagte, man kann Liontron sein, Liontron. Und der Chef von der Firma, der Entwickler, mit dem wir da gesprochen hatten, könnt ihr auch mal gucken, weiß vor kurzem. Der hat gesagt, er sprach immer von Liontron. Also hat nicht unbedingt, hat zwar ein Löwenemblem. Müsst ihr euch mal angucken bei Liontron. Dieses Zeichen, dieser Löwe. Das ist also sowas von ähnlich. Also jetzt habe ich die Haare ein bisschen platt liegen, aber wenn die so ein bisschen weiter liegen, das ist original, als wenn die meinen Gott dabei aufgenommen hätten. Ich bin eigentlich ein Tiger, aber was gibt's da zu lachen? Ein Zahnarzttiger, ja, ein Bettvorleger, ne? Hast du jetzt genickt? Ich musste da jetzt an Silvester. Ja, ja. Dinner for One. Das war aber ein Bär, glaube ich, ne? Nee, ein Tiger. Ein Tiger? Oh, ein Tiger. Ah, sie tritt mir aber nicht gegen den Kopf, wenn sie das Essen holt. Also, das hat andere Gründe für. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, ne? Ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Absolut, passt auf euch auf. Seid vorsichtig. Das ist nicht zu unterschätzen. Nehmt aber ich meine, die Medien ernst. Sagen das ja, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Bleibt ja nur bitte gesund. Aber viele sagen, das ist wieder so ein Hype, der durch die Medien ausgelöst wird. Die Haupt,
ja, wie heißt es auch mal so schön, der Haupttenor kommt eigentlich vom Robert-Koch-Institut und das Robert-Koch-Institut ist für Seuchen zuständig und die kennen sich aus. Und wenn die sagen, das ist eine ernste Geschichte, dann sollte man das auch wirklich so annehmen. Auch wenn ihr alle glaubt, euch trifft es nicht, aber seht zu, dass es andere auch nicht trifft. Also, wir wollen alle uns gesund bei YouTube wiedersehen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, bleibt gesund. Und? Ja, tschüss. Moment. Was? Da fehlt doch noch was. Wir haben ja festgestellt, so, wenn wir nicht drauf ansprechen, dann macht es ja, ja keiner. Also alle, die ihr noch nicht abonniert habt, Abo drücken. Abo kostet nichts, bringt nur Vorteile. Ihr könnt euch die ganzen schönen Kanäle, die alle so toll auf dem Weg sind, unter anderem auch Campus Astu oder wie heißt der Dirk nochmal? Avanti on Tour. Avanti on Tour oder ich hab's immer mit den Namen. Ich hab irgendwie, der Kai heißt, wie heißt der noch? Living Travel. Camping Living Travel. Also das sind alles so unsere Spezialisten, so, die wir dann auch natürlich gucken. Aber ich schweif schon wieder ab. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, nächstes Mal müssen wir das zu Anfang machen. Weil viele das ja gar nicht bis zum Ende gucken. Ist ja blödsinnig. Stimmt eigentlich auch, ne? Gut, wir spulen nochmal zurück. ruhig den Daumen. Je mehr Daumen, je mehr positive Daumen sind, desto mehr werden wir gezeigt und desto weiter ist natürlich dann, ihr kennt das, oder wenn ihr es nicht kennt, das ist halt so die Technik, dieser Algorithmus, da geht es darum, wer die meisten hohen Daumen hat, also nicht die, sondern den, und die meisten Kommentare hat und noch die meisten Abonnenten vor allem, der wird am meisten gezeigt und wir möchten ja noch eine ganze Zeit lang mit euch zusammen auf Tour sein. Ja, dann haben wir auch Lust und genau. Spaß dran. Nein, haben wir sonst auch. Was haben wir auch so? Wir machen alles freiwillig. Und wir machen das sogar, ich sage im Prinzip ehrenamtlich, weil wir verdienen nichts daran. Das ist reines Hobby, ganz im Gegenteil. Wir zahlen dafür die Musik, die unter die Filme gelegt ist. Die sind Epidemic Sound. Epidemic Sound, genau. Kostet 13 Euro im Monat. Gut, die ganze Zeit, die wir dafür aufwenden, kostet natürlich Zeit, aber das machen wir gerne und das machen wir für euch und das machen wir für uns und damit wir alle glücklich sind. So, und mit dem Schlusswort. Böses Öhrchen. Schon lang genug. Genau. Also, passt auf euch auf. Tschüss in die Ferne. Bleibt gesund. Tschüss in die Ferne.